Heute ist Sonntag, der 5. Dezember 2021. Und das Video wird präsentiert von Katrin. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute habe ich ein Lied für dich. Es gibt ein tolles Kinderlied über den Nikolaustag. Morgen ist Nikolaus und deshalb möchte ich heute mit dir dieses Lied anschauen. Wie lautet der Text? Was kommt in diesem Lied vor? Wir lesen den Text zusammen und ich erkläre dir einige neue Worte. Das Lied heißt "Lasst uns froh und munter sein". "Lasst uns sein" ist eine Aufforderung. Ja, komm, wir sind das. Lasst uns froh und munter sein. Froh kommt von fröhlich. Fröhlich. Oft sagen wir fröhlich und nicht froh. Aber froh kommt oft in Liedern vor. Da sagen wir oft froh. Und munter ist etwas Ähnliches wie fit und wach und was noch? Gut gelaunt. Also wir sollen uns freuen, wir sollen motiviert sein, wach und fröhlich und fit. Das sollen wir sein. Lasst uns froh und munter sein. Hier, lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Sich von Herzen, also freuen, ist abgekürzt von freuen, nur weil es ein Lied ist. Sich von Herzen freuen bedeutet sich sehr, sehr arg freuen. Von Herzen freuen. Ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Ich freue mich von Herzen auf Weihnachten. Sehr besonders arg freuen. Und recht, das können wir eigentlich weglassen. Das ist nicht so wichtig. Es ist nur, was bedeutet es? Das ist schwer zu sagen. Aber es ist nicht so wichtig, wir können es weglassen. Wir sollen froh und munter sein und uns sehr von Herzen freuen. Warum? Lustig, lustig, tralala, tralalala. Hier. Tralalala ist einfach, ja, ein Singen, ein Gesang. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Also, wir sind froh und munter und lustig, gut gelaunt, weil bald der Nikolausabend da ist. Bald kommt er. Was mache ich, wenn es Nikolausabend oder Nikolaustag wird? Dann stell ich den Teller auf. Stell ist eigentlich stelle. Ich stelle den Teller auf oder ich stell den Teller auf. Manche Leute, wie in diesem Lied, stellen einen Teller für den Nikolaus auf den Tisch. Andere Leute stellen einen Schuh, einen Winterstiefel vor die Türe für den Nikolaus. Das gibt es beides. Morgen erzählt euch Natalia noch mehr über den Nikolaus. In diesem Lied ist es aber ein Teller. Ich stelle den Teller auf.
Das heißt, ich stelle etwas hin. Etwas aufstellen ist oft auch etwas aufbauen. Also wir stellen den Weihnachtsbaum auf oder wir stellen die Krippe auf. Genau, extra für etwas hinstellen. Nikolaus legt gewiss was drauf. Sehr viele Abkürzungen. Was, das kommt von etwas und drauf von darauf. Nikolaus legt gewiss etwas darauf. Er legt etwas auf den Teller. Was bedeutet das gewiss? Gewiss bedeutet so viel wie mit Sicherheit, auf jeden Fall, bestimmt. Ich bin mir sicher, er macht das. Das bedeutet gewiss. Und wieder lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Strophe Nummer 3. Wenn ich schlaf, dann träume ich. Wenn ich schlafe, wenn ich schlaf, dann träume ich. Was träume ich? Jetzt bringt Nikolaus was für mich. Also, ich liege im Bett, ich schlafe und ich träume. Ich träume davon, dass Nikolaus mir etwas bringt. Er bringt etwas für mich. Was? Wieder etwas. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da. Jetzt, was kommt dann? Ich habe den Teller aufgestellt, dann bin ich schlafen gegangen und habe geträumt. Jetzt, wenn ich aufgestanden bin. Was passiert, wenn ich aufgestanden bin? Wenn ich aufgestanden bin, laufe ich schnell zum Teller hin. Also, ich laufe schnell zum Teller hin. Der Teller steht auf dem Tisch und ich laufe oder renne zum Teller. Warum renne ich hin? Ich bin sehr gespannt, ob der Nikolaus etwas auf den Teller gelegt hat. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Und der Nikolaus hat etwas auf den Teller gelegt. Nikolaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Er ist ein guter Mann, dem man nicht genug, auch wieder abgekürzt, weil es ein Lied ist, dem man nicht genug danken kann. Ich danke ihm, aber es ist nicht genug. Ich muss noch mehr danken. Ich danke ihm noch einmal. Ich sage Danke, aber es reicht noch nicht. Es ist nicht genug. Ich danke und danke und danke und danke, aber ich kann nicht genug Danke sagen. So gut ist der Nikolaus. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Also, was kommt in diesem Lied vor? Zuerst warte ich auf den Nikolausabend. Wenn der Nikolausabend kommt, dann stelle ich den Teller auf. Nikolaus legt bestimmt etwas darauf. Dann gehe ich schlafen. Wenn ich schlafe,
dann träume ich, dass der Nikolaus kommt. Wenn ich schlafe, dann träume ich, jetzt bringt Nikolaus was für mich. Der nächste Schritt, wenn ich aufgestanden bin, ich bin wieder wach, ich stehe auf. Wenn ich aufgestanden bin, laufe ich schnell zum Teller hin. Wenn ich aufstehe, laufe ich zum Teller. Und es gibt so viele Geschenke, so viele Süßigkeiten auf dem Teller, dass ich dem Nikolaus Danke sage. Aber ich kann nicht genug danken. Nikolaus ist so ein guter Mann. Ich hoffe, du hast etwas Neues gelernt. Hier unten findest du auch den Link, um dir das Lied anzuhören. Ich wünsche dir viel Spaß und bis morgen zu einem neuen Video. Tschüss! In dieser Playlist findest du alle Videos von unserem Adventskalender. Und morgen sind wir zurück mit einem neuen Video.